Und jetzt musst du eine coole Anmoderation machen. Yo, Mann, Digga, Ehre in dein Arsch. Gut, weiter geht's. Bist du jetzt endlich dran oder muss ich weiterspielen? Hallo, mein Kind. Herzlich willkommen. Ich hab dir gesagt, das ist die Zirkusfrau. Wir sind Freunde. Sind wir Freunde? Ich habe dich erwartet. Erwartet, ja. Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Warum hat die auch so komische Augen? Nur keine Sorge. Ich will dir helfen. Entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist aufregend, ja. Und furchterregend. Aber wenn ich glaube, du so bist Mund du halt in 30 Jahren. Und mich helfen lässt. Ich bin in 30 Jahren erst 50. Die Frau ist 90. Wie du auch mir hilfst. Ah, die Karte haben wir gefunden. Nein! Doch, haben wir. Es geht gerade nicht um die Karte. Der Narr. Ich frage mich, wer der Narr ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit. Oder Leichtsinn und Risikofreude. Spontanität. Ihre Unbekümmertheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk. Denk und verbrenn dich nicht. Okay. Denke. Ich denke nicht. Ich zeige dir noch mehr, wenn du das möchtest. Also ich muss mal ganz kurz sagen, erstmal hat sie einen richtig krassen Blick drauf. Zweitens, es erinnert sehr viel an dieses House of Ashes. Und ist das nicht von den gleichen? Ist das von den gleichen Machern? Ich glaube, das gehört zu den gleichen Franchise. Echt? Weil das so ein bisschen anders ist. So. Ja, ich glaube, es gehört aber trotzdem. Aber gehört das dazu? Ich glaube schon. Echt? Also ich glaube, es ist nicht quasi aus der Main-Reihe, aber es ist von den gleichen Machern. Ah, okay, weil das, also alles erinnert daran. Ja, es ist, ja, von denselben Machern. Ja. Siehst du? Okay. Aber sie ist schon auch ein bisschen hot. Also wenn sie das nicht sagst so du jetzt nur, weil ich gesagt habe, dass du das ja bist irgendwann. Ja. Aber sie hat hohe Wangenknochen, sie hat eine hübsche Nase. Ich glaube, wenn sie nicht so krasse Gruselaugen hätte und ein bisschen mehr Hautfarbe, weniger tot. Oder? Weiß nicht. Habe ich mich gerade erschrocken, der Hund ist hier unter uns. Ja. Also, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was müssen wir machen? Wir können weiterspielen oder mehr sehen? Was nein, sie möchte uns noch ein paar Tarot-Karten. Tarot-Karten. Wollen wir die sehen? Ja. Okay. Sie hat uns den Narr gezeigt. Das ist nur, was kommen kann. Eine mögliche Zukunft. Ja. Ein Weg, der sein könnte. Sieh her, sieh her. Ich sehe auch schon beim ersten Mal, wenn du fragst. Sorry. Da brennt ein Auto. Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken, die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Das ist ein Kackspruch. It is what it is. Ich hab wirklich Stress. Jakob. Ich bin nicht bereit dafür. Du hast den voll schwitzig gemacht. Du warst auch nervös. Nein, ich bin fett und schwitze schnell. Also ich fand es bisher nicht so schlimm. Ein, zwei Stellen waren okay so, aber bisher fand ich es nicht so schlimm. Ich finde eher witzig, wie du stirbst. Neben mir. Und jetzt kann ich mich ja richtig geil zurücklehnen, Chat lesen und zugucken. Super. Du hast viel zu viel Spaß. Ja, freu dich doch, wir streamen mal wieder zusammen. Mein ganzer Tisch wackelt, Digga. Ja, dann ist der scheiße. Nein, ist er nicht. Pass auf, was du sagst, ich habe deinen Tisch zusammengebaut. Das stimmt. Meiner wackelt nicht so. Ja, weil ich ihn zusammengebaut habe. Den habe ich aber nicht zusammengebaut. Nee. So. Den habe ich auch zusammengebaut. Ah, so. Ah, jetzt sind wir bei dem Quarry.
Ich glaube, wenn wir später gekommen wären, wäre uns wahrscheinlich nichts passiert. Bis dann. Ciao. Ich und so. Wir sehen uns, Kids. Yeah, Hackett's Quarry für immer. Du bist peinlich. Das sind die ganzen Dings, ne? Die. Ist das Selena Gomez? Die Scouts. So viele gebrochene Herzen also. Am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. So hast du nicht zugehört, ne? Doch, es ging um gebrochene Herzen. Lies das am besten noch vor, wegen der. Okay, wir haben nachsinnend, wer weiß oder zynisch, sie kommt drüber hinweg. Ich bin ein netter Kerl. Hm? Du übertreibst. Das Universum kann solche Dinge auf eigene Art regeln. Das Universum? Ja, du weißt die schon, die kosmische. Ich bin die andere heiße. Nee. Weltordnung. Doch. Weltordnung. Ja, richtig. Okay, ich spuck's aus. Das soll schon sein, echt? Alles cool. Oh, so cool. Wir sind super cool. Sie hat dich abserviert, hm? Was war das für ein Geräusch? Was? Das hat ja angehört wie ein Drache. Hi, Emma. Ich bin ein Drache. Hey. Ach, hey, die Heiße hat mich abserviert. Also die du so heiß findest. Zum platzsparenden Packen, ja? Du hast mich abserviert. Platzsparend Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Schrei doch nicht so. Also, mal abgesehen jetzt davon, ich finde, das Spiel sieht sehr cool aus. Ja. Also, ich habe jetzt mich auch gar nicht spoilern lassen. Das ist jetzt irgendwie schon 2-3 Wochen raus, ne? Ich will nicht da unten reingehen, ich gehe nach oben. Ja, du bist in einem anderen Time, du bist in einer anderen Zeit gerade. Ja, ich bin sicher danach, nach dem Camp. Nee, du bist davor wahrscheinlich. Ich bin safe nach dem Camp. Ich glaube, wir sind die anderen. Also ich glaube, wir waren einen Tag zu früh da, quasi. Also das sind, glaube ich, alles Betreuer. Und da sind ja gerade die Schüler mit dem Bus gefahren. So ein Scheiß. Und ich glaube, wir waren einfach einen Tag zu früh und waren deswegen nicht dabei. Mit dem Gepäck oder was? Oh, ich war gerade beim Reparieren der, der Tür. Sie... Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus, komm. Was? Oh, die Tür geht Dylan, rein. Hey. Ich bin Dylan. Cool, danke. Ja. Also ich glaube wirklich, dass das Camp jetzt vorbei ist. Ich glaube, das ist einfach so eine Woche danach oder so. Und wir finden jetzt unsere eigenen Überreste oder so. Hä? Ja, von den ersten Charakteren. Wobei, vielleicht lebst du noch. Wer weiß, vielleicht finden wir dich in einem Käfig. Wir haben das Gerippe gesehen und wir wussten schon, jemand stirbt. Und wir haben das Gerippe von Max gesehen, weil er schon tot war. Von Max? Ja. Nein, wieso? Er war noch nicht tot. Ja, andere Zeit. Nein, ich glaube nicht, dass das mit Zeitreisen zu tun hat. Time changes life. Ich glaube nicht, dass das mit Zeitreisen zu tun hat. My time is now. Digga, was laberst du? Ich glaube einfach wirklich, dass wir jetzt gleich davon erfahren, dass zwei Aufpasser nicht aufgetaucht sind. Und keiner weiß, wo die sind. Also ich glaube, weil ich das auch gerade, was Xcloud schreibt. Ich glaube, es ist nämlich ein Tag später einfach. Und die Frau ist ja jetzt gar nicht mehr da. Ich glaube nicht, dass das ein Tag später ist. Weil schau, wir waren ja einen Tag zu früh fürs Camp. Und jetzt gerade sind die Kinder vom Camp weggefahren. Also es ist nicht ein Tag später. Dann ist es nicht das Camp, was kommt. Ich glaube, das ist so 2 Wochen danach. Das vorherige Camp. Weil wir jetzt ja, ich glaube, wir spielen jetzt das, was passiert, damit wir als die anderen beiden die Leiche im Keller finden. Nee, glaube ich nicht. Ja, ich glaube schon. Okay. Ich bin dieser Meinung. Okay. Das kannst du nicht ändern. Das ist ja fein, aber ich glaube es nicht. Gut, dann spiel doch alleine. Nee. Super. Oh, guck mal, du hast doch jetzt einen entspannten Part. Es ist hell. Keiner tut uns was. Keine gruseligen Momente. Halt die Schnauze. Nein. 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 Da sitzt jemand. Ja. Sprich ihn an. Ja. Okay. Echt jetzt, Alter? Ihr sperrt mich aus? Zu meiner Verteidigung. A, es war Dylans Idee und... 2, es war echt witzig. Oh, ja, klar. Ist ein Riesenlacher. Stell dich nicht so an, Mann. Okay, was soll's? Hilfst du mir wenigstens mit dem Gepäck? Nee, ich werde hier warten, bis uns Mr. H. endlich unsere Smartphones gibt. Ich glaub's nicht. Okay, und wozu die Absperrung? Angeblich wurde die Treppe abgesperrt, damit sich keine Biester und so da oben einnisten. Mr. H.'s Worte, nicht meine. Oh!
Wow, öde. Ihr könnt euch solche Kommentare sparen mit anstrengend sein und pipapo. Das ist halt unnötig. Nee, sperren brauchst du nicht. Ich hab ja Mods. Brauchst nichts machen. Aber erstens, spoilert nicht. Und ihr braucht nicht sagen, auf meinem Kanal braucht ihr mir nicht sagen, ob ich anstrengend bin. Ja, wenn ihr meinen Kanal nicht gucken wollt, dann schaut ihr nicht vorbei. Fertig. Ihr könnt jederzeit ausmachen. Okay? Arschloch-Ansage. Also von dem das Kommentar. Völlig daneben. Bist du es, Dylan? Ich muss mich hier schon um genug Scheiß kümmern, Jacob. Der mag nicht mit uns reden. Ich weiß auch nicht, was der hat. Vielleicht haben wir das gleiche Mädchen angegraben. Vielleicht habe ich das gleiche Mädchen angegraben, das ich angraben will. Weil es bin ja beides ich. Ich spiele ja alle Typen. Jetzt ignoriert er mich komplett. Was, du sollst aus dem Auto die Sachen holen, oder nicht? Nee, ich soll von hier die Sachen ins Auto bringen, glaube ich. Ach so, ich dachte... Nee, Camp ist vorbei. Ja, aber verpissen wir uns jetzt, oder was? Ich glaube, wir versuchen uns zu verpissen. Ja, okay. Aber es geht auch Sonne unter. Ja, boah, ich weiß gar nicht. Scheiße. Hey, was hat der denn für ein Problem? Der ist genauso ein Angstscheißer wie ich. Dann passt das ja, dass du den spielst. Wirklich, ich bin so gestresst, dass sogar das gerade für mich alles stressig ist. Hä, da passiert doch gar nichts. Ah, siehst du? Jetzt musst du zum Auto. Ich dachte, dass irgendwie, dass sie da bleiben. Keine Ahnung. Nee, wir fahren doch jetzt. Jetzt werden Leute sterben. Irgendwann muss jemand sterben. Bitte mach mich nicht so kirre, wir sind gerade schon gestorben. Okay. Hab's Gepäck. Endlich. Und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Ich kann defensiv sein und halt dich raus sagen. Ich kann auch verspielt sein und was ist mit dir sagen? Wie ist das verspielt? Das ist so, was ist mit dir? Warum bist du so neugierig? Ich bin nett. Oh, okay. Jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Das ist ein Flirt. Die Flirten ist Hammerzeit. Ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Das war gelogen. Ich wusste, selbstgefällig, ich wusste es, verschmitzt, sexy. Ah, sexy, hä? Huh? Der Hotteste im Camp, ganz klar. Okay, sicher. Logisch, wir haben die Reihenfolge unter uns Mädels ausdiskutiert, demokratisch. Sie ist Ryan, ich natürlich, dann Dylan, Emma, Abby. Okay. Nick und dann Mr. H und... Okay, hast du sie gleich durch, bitte? Ja, das war's. Das waren alle. Die beiden werden noch ficken. Ja, aber warum? Sie hat dich einfach abserviert, hä? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla, bla, bla. Und mein Argument war so, was ist mit Fernbeziehung? Bla, 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 bla. Und sie dann so, Jacob. Sogar mit dem Blicker. Der Computer sagt nein. Mann, sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? Titten, das ist ganz oft die Antwort. Meine Titten machen das doch nicht. Sind das meine Titten? Ja, du hast keine Titten. Warte, warte, was? Ich habe die Titten. Ja, du spielst doch die Männer. Ach so, ich habe das aufs echte Leben bezogen. Das machen wir ja nicht. Tapfer, es ist nur ein Flirt, geschlagen, vielleicht stehe ich drauf. Vielleicht stehe ich drauf, dass sie mich abserviert hat?
Es ist halt, sei doch ehrlich, steh zu deinen Gefühlen. Sag, dass es dir wehtut. Rede offen darüber. Du musst wie ein Mann denken. Hä, das ist total einfach klischeehaft, als ob Männer nicht mit Gefühlen umgehen können. Ja doch, aber... Ich meine, eigentlich hat sie recht. Es ist nur ein dummer Sommerflirt. Was habe ich denn anderes erwartet? Ach komm. Mal sehen. Liebe, Stabilität, Verlobung, Ehe, Haus, Kind, Affäre, ja, Kind, Scheidung, Einsamkeit, Alimente, Sorge, Rechtsstreitigkeit. Überraschende Versöhnung. Leeres Nest, Ruhestand, Enkelkind, 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 Altersheim und schließlich sterbt ihr gemeinsam und werdet zusammen begraben, wie diese 1000 Jahre alten Skelette, die in Rom ausgegraben wurden. Ich will sie. Kommt das so ungefähr hin? Oh shit, tut mir leid, das waren Ryan und ich. Wow. Sehen. Ah, hier ist es. Für dich steht da Blowjob. Das ist die allgemeine Männerliste. Gibt Schlimmeres. Oh mein Gott, ich liebe sie. Und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Ach komm, halt die Fresse. Ich will jeder umbringen. Und bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. Ich glaube, wir müssen Pipi machen gehen gleich. Okay, also, hypothetisch, wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Nein, mach das nicht. Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Nein, mach das nicht. Halt mich auf. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Nein, halt mich auf. Das werden wir ja sehen. Wir werden sterben. Hä, was ist der Filmpsycho? Hä, du kannst nur Scheiße bauen. Du kannst nicht Ich kann den Verteiler klauen oder die Spritzzufuhr kappen. Okay, war es das weniger schlimm? Ja, den Verteiler, also, soll ich was dazu sagen oder soll ich mal Maul halten? Nee, ich lerne ja gerade in der Fahrschule. Das Problem ist, einen Verteiler kriegst du... Das war nicht meine Frage. Ach so, nee, ich würde gerne mit dir drüber reden. Wenn, den Verteiler kann ich klauen, den kann man leicht wieder einbauen. Denke ich auch. Das Problem ist aber, wenn du den kann man auch leicht entwenden. Eine Spritzzufuhr kappen ist ja einfach was ausstecken, aber da müsste man auch dieses Ding rausziehen und wegpacken, weil sonst muss man es nur reinstecken. Also beides ist scheiße. Ich denke halt, kappen... Würde ich schon fast als kaputt machen. Ach so, kappen ist schneiden, ne? Ja, wobei, man kann es vielleicht auch rausziehen, aber macht safe irgendwas kaputt, gehe ich davon aus. Also ich denke halt, Verteiler klauen ist besser. Also das geringere Übel, sage ich jetzt mal. Aber du kannst ja auch einfach ein Hurensohn sein. Kannst auch einfach, ich meine, wir sind hier ein Computerspiel. Ja, aber das Problem ist, Verteiler klauen ist halt obviously ein Shitmove. Wenn ich einen Verteiler klaue, dann weiß jeder, dass das jemand geklaut hat. Wenn ich die Spritzufuhr kappe, kann ich behaupten, ich war's nicht. Aber du bist hin. Ja, aber irgendjemand muss das ja gemacht haben. Und ich meine, sie weiß das ja jetzt eh. Sie hat das ja erzählt. Warum muss ich ein Arsch sein? Weil du einen Blowjob willst. It is what it is. Ich will einen Blowjob, ich klau den Verteiler. Aber ist das nicht das Auto, was da stand? Wo sie meinte, ey, ist ein verlassenes Auto? Das könnte sein, dann hast du recht. Hier oben, Leute. Was ja, haben die beiden das. Jetzt das wieder vor? Dann hattest du recht. Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht! Hier, fang! Oh! Nick! Hä, warum? Boom! Oh, wie geil ist das? Ich Mann, bin so... Du bist ultra peinlich. Du bist richtig peinlich. Hör nicht auf, du bist einfach peinlich. Kein Wunder, dass sie keinen Bock hat. Oh, endlich. Ja, oder? Ich verstehe ja den Technologieverzicht. Ich würde langsam reichen. Wärst du viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder?
Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Böse. Warum sind die alle so gemein? Freundlich, wenigstens hatte ich eine Beziehung. Genervt, halt's Maul. Ich wollte freundlich sein. Okay, wie lief denn deine Beziehung in diesem Sommer? Mann, was ein Konter. Sheesh. Ja, vielleicht ist aber einfach auch nicht jeder so notgeil wie du. Okay, genug von den Schwanzvergleichen. Au. Ich will nach Hause, hm? Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich? Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jeder haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Was? Ja, das sind richtige Arschlöcher, Alter. Das ist Testosteron-Level über 9000. Spielst. Ich will die Typen nicht spielen. Tust du aber. Ja, aber ich will nicht so sein. Bist du aber. Da. Abigail. Geil, ich hab wieder nichts zu tun. So. Die haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Nee, die hat süße Haare. Ja, ich finde die geil. Das hast du bei jeder Frau bis jetzt gesagt, nein. Die du gespielt hast. Nein. Bei welcher nicht? Die erste. Die Ashley Tisdale. War das Ashley Tisdale? Ich glaube. Und die findest du nicht heiß? Nee. Gut. Gut gemacht, es ist noch keiner gestorben. Ja, ich hätte auch niemanden töten können. Hätte doch keine breiten Schultern, what? Das ist eine ganz normale, hallo, zierliche meine Frau. Maus. Statusbericht. Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp hopp. Das ist die du heiß findest. Oh. Hopp hopp. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Echt? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja. Ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Einbrechen oder Taschen dalassen? Hä, wieso sollen wir unsere Taschen dalassen? Wieso gibt es nur die Option, Vandalismus zu betreiben? Oder seinen Scheiß dazu? Du musst, glaube ich, ein bisschen zurückspulen. Wir sind in dem Gehirn von so 16, 17, 18-Jährigen. Okay. Legen wir los. Gibt es keine Schlüssel. Wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Scheiße. Mr. Hackett, der fährt es eh. Na und? Er wird glauben, es war ein Bär oder sowas. Family? Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, welche? Aber das ich heißt glaub, nicht, dass da keine sind. Ist, die. Dein Punkt. Kluge Schwester. Na, von der Phil Family. Auf drei. Ah. Eins. Echt? So ich glaube, ist ja. Die schon? Zwei. Ja. Die ist bitte 20. Alles wird möglich. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe. Und du bist sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir fehlen hier doch niemanden. Achso, nicht sie. Okay, gut. Ich schaue mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Sie hat ein cooles Outfit an. Ich mag das T-Shirt, das Logo auf dem T-Shirt. So. Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Okay. Beim Umdrehen, ne? Genau. Dieser Ort machte Schlagzeilen? Ja, gut. Soll ich lesen? Ja. Kapitel 1, Camphütten. Ein Ausschnitt aus der Lokalzeitung der Northkill Gazette. Sieht nicht gerade aktuell aus. Da steht etwas über einen Brand. War das hier in Hackett's Quarry? Freakshow goes toll up. Vorgelesen. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, ich bin nur lustig, wenn ich unangenehme sexuelle Anspielungen das mache. Das war doch klein Izzy's. Ja, das stimmt doch gar nicht. Hat er gar nicht gesagt? Nee, ich habe das gesagt. Okay. Ich will ein Spiel spielen. Alter, ist das denn gruselig? Mitnehmen, da lassen. Mitnehmen, ja? Ich glaube, wenn du den da lässt, begegnet er uns irgendwann im Wald wieder. Ja, der wird zum Monster und tötet uns. Stimmt.
Stofftiere lässt man nicht zurück. Ich will ein Spiel spielen, genau. Oh Gott, das ist ja wirklich von Saw. Ja, ja. Das ist logisch. So, ist hier noch mehr? Wir gucken nochmal ganz hinten. Du schreitest irgendwie, ne? Das war eine Tür. Ich finde, das sieht echt gut aus, das Spiel. Ja, aber ich finde auch, also ich würde da Urlaub machen. Ich finde, das sieht so für Urlaub auch echt süß aus. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Stell dir vor, in jeder dieser Hütten ist so eine richtig nervige Familie mit Kindern. Nein, nicht so. Imagine, wir fahren da mit der Spandauer Bubble hin und den Das wäre ultra geil. Das wäre ultra geil. Jeder, immer so zu zweit Henning, in so einem Haus. Und da ist Max und da drüben ist Sterzig und dann hast du Hendrik da drüben. Jo, das wäre heftig. Das wäre übel wild. Richtig viel Saufen und Lagerfeuer. Und Magic so. Spielen. Ja, Mann. Das wäre geil. Ja. Yeah. Was kann man hier machen? Saufen. Da ist doch ein Vogel drauf. Ist das die Krähe von der alten? Das ist bestimmt ein guter Hinweisspot, dass man hingehen soll. Jetzt haben wir irgendwas wahrscheinlich freigeschaltet. Oder wir sterben. Tot. Hä? Achso. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Achso, das ist so. Ah, da war das Radio. Aber das ist voll gut, jetzt wissen wir, dass da Funkgerät drin ist. Deswegen hat das wahrscheinlich recht, dass die kreiert. Ah, mein Gott! Was hast du für ein scheiß Problem? Da warst du im Fenster. Ernsthaft? Ja! Da war wirklich was. Ich schwöre. Da war was. Es sah aus wie fucking Frankenstein. Ich schwöre. Hast du Halluzinationen, Alter? Nein. Ihr habt das gesehen, Chat, oder? Ich hab das auch nicht gesehen. Aber ich habe noch nicht so genau hingeschaut. Ich habe nur auf die Krähe da geachtet, da. Alter, wie sie jetzt behaupten, dass da nichts war. Was haben wir jetzt hier? Oh, geil, hier ist sogar eine Schaukel. Alter, guck mal, das sieht richtig nice aus. Okay, das sind einfach irgendwelche Bungalow-Dinger hier. Hast du einfach nicht Gesundheit gesagt gerade? Ja. Okay. Gut. Ja, ich glaube, die anderen Häuser, da ist nichts, ne? Hä, was ist das so rot? Achso, das ist die Mauer. Es ist mega cool hier. Das ist Kalkstein. Das müsste Kalkstein sein, ne? Kalkstein. So ein Kalksteinbergabbau-Ding. Das ist eine Mauer. Das haben wir in Österreich auch. Ich weiß nicht, soll ich noch woanders da hinten gucken? Sandstein, mein Chat hat mich korrigiert. Nicht Kalkstein, Sandstein. Kalkstein ist gräulicher? Fragezeichen. Guck mal, sie haben es geklippt und haben gesagt, im Fenster war was. Hast du gerade dein Chat gesagt? Ich habe gesagt, im Chat. Der Chat. Das ist meiner. Okay, tut mir leid. Oh, Pool! Geh in den Pool! Geht nicht, glaube ich. Aber es sieht nice aus. Ja, ich glaube, ich kann hier sonst nichts mehr machen, ne? Ah, genau. Kalk ist weißgräulich. I see. Und Sandstein ist so rötlich. Ja, ergibt Sinn. Wieder was gelernt. Oh, geil, wir haben so ein kleines Golfkart. Nee, du hast so ein geiles Golfkart. Let's go. Kann es losgehen? Enthusiastisch, los geht's. Unsicher noch nicht, aber ich würde sagen, wir los geht's. Die hat auch so dieses klassische, so was in war bei so 15, 16-jährigen Mädchen, diesen Schloss, dieses Schloss, das Kette. Zurück ins wirkliche Leben. Das war eben. Du bist immer so dramatisch. Und ja, so Emo-Girls. Selbstsicher. Ach, okay. Das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter.
solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Ah, Unfall. Wow, 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 wow. Oh. Was wäre jetzt passiert? Unfall. Wir fahren 3 km/h. Okay, dann. Rein über den Tisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Oh. Und dann ist er am Ende ein Idiot. Ist Anregung ein Blowjob? Eigentlich ist er... Ja. Ist eine Diskussionsgrundlage. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich habe seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. Das ist gruselig. Bist du 93? Warum nicht E-Mail? 93? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Sie hat gerade 93er-Jahrgang als alt bezeichnet. Oh, halt, stopp! Ich weiß, dass ich alt bin. Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Das ist... Bist du ein Sieger? Also ich kann jetzt die Siegesrunde fahren oder zurück zur Lodge. Alle würden jetzt diese Siegesrunde machen. Deswegen überlege ich gerade, was passiert, wenn wir einfach sagen, wir hauen rein. Du bist uncool. Ist deine Entscheidung. Ja, ich muss wirklich kurz überlegen. Überlege. Bist du alt, fragt jemand im Chat. Ja. Nein, ist er nicht. Er ist im besten Alter. Ich werde in 2 Tagen 32. Ja, sag ich ja, im besten Alter. Mhm. Gut, ich werde die Siegesrunde fahren. Ja. Sieg über was denn? Aber nur, weil sie sich freut. Ohne Technologie. Das machst du nur, weil du sie heiß findest. Ich finde es ganz schön, offline zu sein. Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Meine Fans? Ist sie Influencerin? Richtig. So, ich könnte sie unterstützen und sagen, kann ich mir vorstellen, oder sarkastisch, wie haben sie es ohne dich geschafft? Die Fans. Yeah. Oh, wie haben sie es 2 Monate ohne dich geschafft? Du musst wissen, dass ich wirklich loyale und engagierte Fans habe. Ich biete sehr wichtige und lehrreiche Lifestyle-Ratschläge in Form von unterhaltsamen und witzigen Videomonologen. Sie vertrauen mir. Oh, total, ja. Du bist großartig. YouTuberin. Ja. Wie unangenehm sie ist. Ich bin sicher, sie werden richtig überschnappen. Ich finde sie nicht mehr heiß. Jetzt finde ich sie gar nicht mehr heiß. Es ist A, unangenehm und B, welcher YouTuber würde freiwillig 2 Monate nicht mein Lieblingsplatz hochladen? Die Feuerstelle? Die Insel. Ja, gut. Wunderbar abgelegen. Ist das Rauch? Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor er, naja... Das Solange der Rauch noch dunkel ist, brennt was. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach... Ohne dich abreißt? Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Das breitet sich gerade noch aus. Alle warten auf uns. Sie warten, wenn der Rauch weiß, juckt mich doch nicht. Wir hauen doch ab. Wartet. Okay. Alle. Oder? Stimmt. Also. Okay. Ist mir doch scheißegal, ob der Wald abbrennt. Die okay. Fans warten. Aber ich wollte nur sagen, dass es wahrscheinlich noch nicht ganz so kontrolliert ist, weil es noch brennt. Wir werden gerade beobachtet. Mhm. Ich bin eine echt unangenehme Klugscheißerin. Wir wurden beobachtet. Weil jetzt sind wir weg. So, willst du Dylan. Die Folge beenden? Ich würde die Folge beenden. Geil. Und dann starten wir frisch mit Dylan. Ja, und ich muss heftig pissen. Okay. Dann musst du mich muten. Ja, das würde ich machen. Ich würde aber auch noch ganz schnell sagen, cool, dass ihr zugeguckt habt. Die nächste Folge gibt es bei Kalle auf dem Channel. Genau. Aber im Stream bleiben wir noch live. Ne? Im Stream bleiben wir noch live. So.